Ist das Kunst oder einfach nur geschmacklos? Am Stadtrand von Zürich hat am Freitagabend ein seltsames Ritual stattgefunden. Eine deutsche Gruppe von Aktionskünstlern hat dem SVP-Nationalrat und Weltwochenverleger Roger Krüppel den Nazi-Geist austrieben. Der sei laut den Künstlern nämlich besessen vom Geist von Julius Streicher, Nazi-Politiker und Herausgeber vom Propagandablatt Stürmer. Ob der Exorzismus gelückt ist, ist nach dem Ritual noch unklar. Ich weiß es nicht. Also unser politischer Exorzist ist geflüchtet, hier an der Stadtgrenze. Ich weiß nicht, wo er ist, aber kommt noch sein Geld? Keine Ahnung. Ein Ritual vorausgegangen ist eine längere Prozession vom Neumärtheater an den Stadtrand. Ursprünglich wäre die Aktion sogar vor dem Roger Krüppel im Haus zu Küsnacht geplant gewesen. Nach der heftigen Kontroverse der letzten Tage hat man darauf aber verzichtet. Laut der Künstler habe es Druck aus der Politik aufs Neumärtheater gegeben, wo sich zumindest offiziell von der Aktion distanziert hat. Man kann aber sagen, dass es hier wirklich etwas ist, was Kunst nicht ändern kann, wenn die Politik sich in den Kopf setzt, eine Grenze zu ziehen, wo Kunst nicht weiter darf. Und wenn sie weitergeht, werden alle entlassen, ist in meinen Augen ein sehr unredliches Verhalten. Fazit nach dem ungewöhnlichen Theaterabend. Die ganze Diskussion vor der Vorführung war eigentlich spannender als die Vorstellung selber. Der Applaus war dann auch eher verhalten.